Also, wenn du wissen willst, wie viele Pilze ich im gesamten Spiel gegessen habe, frag lieber nicht. Jetzt weißt du, warum diese Farben zustande kommen. Aber zugeknallt kämpft es sich besser. Oh mein Gott. Dein Ernst, Manu? So. Und diese Farbe hatte ich ja fürs Wohnzimmer gekauft gehabt. Ich krieg, glaube ich, jetzt schon mittelschwere Lebenskrise. Es ist tatsächlich nicht einfach und ich hoffe, dass sie es noch fixen. Es ist tatsächlich nicht so einfach. Man muss sich tatsächlich auch so, ich sage jetzt mal, ich stelle mich jetzt so ein bisschen seitlich hin, dann sehe ich, welche Pinsel als erstes abstehen. Und das könnten dann die sein, die ich hier für die Wand gebrauche. Ich glaube, das war ein Außenpinsel. Also es ist tatsächlich wirklich überhaupt nicht einfach, das zu streichen. Ich finde dieses Holz so schöner. Weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich glaube, es sieht besser aus, oder? Wir werden ja noch schön um den Kamin und so rum. Natürlich kommen hier auch noch neue Möbel rein, ist klar. Musst bloß aufpassen, manchmal erwischst du auch den Türrahmen und das natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Das war die Außenwand, glaube ich. Boah, das ist aber auch ätzend hier echt. Jetzt habe ich garantiert die Außenwand gestrichen. Ach, Menno. Also diese. Nein, ich will doch. Manu hat jahrelange Erfahrung, das glaube ich nicht. Also ich glaube, da liegst du einem sehr, sehr großen Irrtum auf. Geschafft. War die falsche, oder? Doch. Oh. Jetzt sei es dir dankt. Ich glaube, hier ist das Innen, glaube ich, egal. Weil der Kleiderschrank innen interessiert mich eigentlich recht wenig. Aber schön hier, ne, dass es so durchschimmert. Also ich finde dieses Holz tatsächlich so schöner als so hell. Doch, das gefällt mir. Wenn er nachher schöne urige Essecke oder sowas hier hinkommt. Esstisch. Das war draußen. Der ist draußen, oder? Und der war draußen. Der war auch draußen. Schön, dass ich die Wand draußen schon wieder streichen kann, ne? Am Moos. War nur eine Spekulation. Ja. Spekulatius war, glaube ich, fehlgeschlagen, Andreas. Das Spekulatius war fehlgeschlagen. Glaube, ich werde verrückt. Verrückt werde ich hier. War Wand gestrichen. Dieser war außen. Das. Das war außen. Das ist inne. Würde den nehmen. Oh.
Bob. Den nehmen. Natürlich ist die Farbe jetzt alle. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Also ich finde die Farbe vom Wohnzimmer gar nicht so schlecht. Das sieht so ein bisschen urig aus. Oh Mann. Der hat getroffen. Der nicht. Der hat getroffen. Aber wirklich, dieser Farbeinsatz, den man hat dadurch, ist ja wirklich unfassbar. Also der... Rate mal mit Rosenthal, echt. Ha! Der Türrahmen muss noch schwarz und der Türrahmen muss auch noch schwarz. Habe ich keinen Schwarz mehr gehabt, oder was? Ich glaube, Schwarz war ausverkauft. Nö. Also ich glaube, die Kleiderkammer ist von innen denn auch in dieser Farbe angepinselt. Nee, doch nicht. Und da? Ich brauche auf jeden Fall neue Kleiderschränke, definitiv. Aber die sind nicht mehr schön hier, ne? Wieso streichst du nicht die Außenseite? Statistisch gesehen wärst du dann inne fertig. Ja, das ist wirklich... Das ist eine berechtigte Frage. Haben wir noch schwarz hier draußen? Haben wir noch schwarz? Rosa, rosa, rosa. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Keine schwarz mehr. Doch, da. Glück gehabt. Aber auch nur noch 46, ne? Also langsam müssen wir vorsichtig hier werden, ne? Aber ich glaube, aufgrund der... Und der hier, ne? Aufgrund der Ereignisse, dass wir jetzt alles gestrichen haben, könnten wir eigentlich... die Gerüste abbauen, ne? Wir haben Wohnzimmer, Küche, die wird ja noch neu gebaut, Flur, Badezimmer kann man nicht. Wow. Natürlich geht die Tür nach außen auf. Badezimmer müssen wir uns da neue Sachen holen, das ist doch nicht so schön, wie ich dachte. Dusche werden wir keine neue kriegen, aber einen neuen Schrank. Eigentlich habe ich gedacht, das sieht schön aus, aber irgendwie bin ich jetzt doch nicht mehr so begeistert. Kinderzimmer in rosa fürs Mädel. Kinderzimmer in Türkisfarben. Neon. Nee, was war das? Egal, für den Jungen. Kriegt alles noch neue Möbel. Schlafzimmer für Mutti. Das werden auch noch mal, wird auch nochmal hübsch gemacht.
Wie gesagt, da kommen noch Bilder an der Wand. Dann bräuchten wir rein theoretisch ja nur noch die Kammer malen. Und dann haben wir alles fertig. Also theoretisch könnten wir. Ach nee, den Flur haben wir ja noch nicht. Der Flur ist weiß wie's Haus, ne? Ach, Menno. Den Flur lassen wir in weiß, oder? 190. Nehmen wir den hier. Den Flur lassen wir in weiß. Wenn der schon so gemalert ist, dann brauchen wir uns da nicht so eine große Mühe geben. Das ist der Türrahmen. Also jetzt können wir hier quasi jeden Pinsel nehmen. Weil ja von außen auch weiß ist. Hier an der Wohnzimmerwand müssen wir vorsichtig sein. Hier nehmen wir auch weiß. Weiß, das sieht nicht so schön aus. Und das ist ja auch. Eigentlich ist es ja kein richtiges Weiß. Ich habe es ja ein bisschen, wie soll ich sagen, abgedunkelt. Nur so ein bisschen. Du musst die Wiege ins Jungenzimmer stellen. War der Meinung, ich hätte irgendwo unter dem Video gelesen, das muss im Schlafzimmer bleiben. Aber ich kann mich täuschen. Das sollte türkis sein, ist es aber nicht geworden. Ich wollte ja türkis machen, aber es ist ja nicht türkis geworden. Das war ja das Problem. Der ist es auf jeden Fall. Der ist es. Der hier? Fast, ne? Das ist der von drinnen. Ach. Schon fertig, guck. Das war Türkis oder an was man sich auch immer gewöhnen muss. Es gibt kein Jungen- und Mädchenzimmer, sondern ein Kinderzimmer und ein Jugendzimmer. Wenn der Schädling in die Schule geht. Die Wiege kommt ins Schlafzimmer. Liebe Grit und liebe Manu, ich hoffe mit euch, denn das, was ich heute, was meine müden Augen heute sahen, war nicht wirklich schön. Aha. Aha. Nein. Ich male das Wohnzimmer nicht noch einmal. Das war auch falsch. Da muss es ja der sein, ne? Der. Der und der. Und Benno, bitte nicht, ich will nicht das Wohnzimmer noch mal malen. Warum tust du das mit mir? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Auch Glück gehabt. So, Flur ist gestrichen, Boden ist gestrichen. Die Böden sind alle gestrichen, oder? Die habe ich doch auch alle fertig. Nee, hier nicht, im Kinderzimmer nicht. Wollen wir das rosa streichen? Nein, natürlich nicht. Gleich mal den Schock wieder verdauen. Letztendlich kannst du die Wiege hinstellen, wo du willst. Das Kind liegt halt drin. Das Wort des Abends. Ach, Menno. Genau, Grit. Ach, Menno ist das Wort des Abends. Da hast du recht. Hast du recht. Nein, wir streichen das nicht in den Farben, ne? Luise Koschinski würde sagen, Scheiß, die Wand an Matt, ist das schön hier. Ich kann das gar nicht so wie die, wie er. Warte. Wir sind ja farbenfroh.
Zwar nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, aber so what? Was soll's? Zack. Zack. Komm, der Boden passt. Ist nicht hell und ist nicht grau. Der passt. Jungzimmer haben wir... Oh, das haben wir... Nee, nee, nee. Das ändern wir. Das machen wir in fast schön. Sonst tut der Junge mir doch zu sehr leid. So. Das kann man so lassen. Ach, Menno. Ob ich mich irgendwann mal an irgendwas gewöhne? Nee, ne? Aber wisst ihr, was das Gute ist? Stellt euch mal vor, ihr würdet das im Real Life machen. Ihr würdet durchdrehen. Schlaf mal für eine Woche, dann sind die Äpfel reif, bist du sicher? Wie, welchen Datum haben wir denn? 26. April? Könnte man machen. Könnte man machen. Aber bevor ich eine Woche schlafe, quasi in den Winterschlaf verfalle, werde ich hier nochmal El Grandos Gerüstus wegräumen hier. Wo sind die denn hier? Da. Erstmal hier Gerüste wegräumen. Sieht ja nicht mal mehr schön aus hier. Und die ganzen Paletten mit den Farben muss ich auch alle wieder verkaufen. So. Dann sieht das mal wieder vernünftig hier aus. Ach komm, so schlecht sieht's doch nicht aus. Ist jetzt nicht das Standardhaus, aber... Und ihr wisst ja, mein Standardhaus wäre genau umgekehrt. Schwarzes Haus mit weißem Fenster. Das habe ich euch ja gezeigt auf dem anderen Spielstand. Aber so schlecht sieht's jetzt nicht aus. Das hat nicht jeder. Und wenn das dann fertig ist, dann machen wir eine schöne Roomtour. Also hier gehört auf jeden Fall noch ein Bild oder sowas rein. Und ich glaube, die Flurkommode verkaufen wir auch wieder. Die sieht in dem hellen Holz tatsächlich doch nicht so schön aus. Das Weiß ist fleckig, ja, das stimmt. Hast du auf dem Discord nicht gesehen, mein schwarzes Haus? Andreas? Von meinem anderen Spielstand? Ach ja, nein, ich muss die Terrasse muss ich noch machen. Also die Terrasse bleibt auch nicht so bunt. Das ist ja Katastrophe. Katastrophe. Nee, nee. Tausendmal besser, sag ich doch. Aber ich habe so Spezialisten, die mögen halt die Farbe schwarz nicht so gerne. Und wenn ich schon mit euch das mache, dann richtig. Weil dann, ich kann jetzt auch auf Biegen und Brechen mein Ding durchdrücken. Aber das wäre dann auch doof. Oh ja, eine Ruptur, Hix. Nein, wenn es fertig ist. Ach komm, so schlecht ist es nicht. Das passt schon irgendwie. Gut, ihr Lieben, mit Blick auf die Uhr. Mit Blick auf die Uhr kann ich euch mit Erschrecken sagen.
3 Stunden sind um. Ich weiß gar nicht, wo die hin sind. Keine Ahnung, nicht? Aber wir haben heute tatsächlich mal ein bisschen wieder was anderes gemacht, außer den Pinsel geschwungen. Wir haben geerntet. Wir waren wunderschöne Klamotten einkaufen. Nochmal so als Abschluss, um euch das mal zu zeigen, wie toll die Klamotten aussehen können, wenn ich sie dann trage. Also normal Standardlook, die Arbeiterkluft. Nochmal so ein bisschen lässige Kleidung. Nochmal Arbeitskleidung, wo man meine verformten Arme, das sollten Muskeln sein, sehen kann. Der Versicherungsvertreter, das ist ja der Jodel Heinrich. Und mein Konfirmandenanzug, ich bin begeistert oder auch nicht. Kann man jetzt halten wie ein Dachdecker? Also das könnte man fast noch gelten lassen. Aber ganz ehrlich, man guckt automatisch drauf. Leute, warum hat er noch inne Falten? Erklär's mir. Also ich meine jetzt hier die Beine runter und so. Ich werde es nie verstehen. Ich werde es nie verstehen. So gehen wir in der lässigen Kleidung. Und dann setzen wir uns draußen auf die Bank. Genießen unser wunderschönes Haus nochmal. Huch, man sollte sich vielleicht auf die Bank setzen. Aber man kann ja das Haus nicht genießen, wenn man sich hier hinsetzt, sondern man muss ihn anschauen. Und das ist auch der Blick, mit dem ich mich bei euch verabschieden möchte. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, auch bei YouTube, lasst ruhig ein paar Däumchen unter den Videos. Würde mich sehr freuen. Wir haben noch jede Menge zu tun. Sämtliche Gebäude sind noch nicht angepinselt. Die Möbel stehen noch nicht im Haus. Und auch der Pickup hat noch keine Spitzenklasse. Und auch nächstes Mal werden wir wahrscheinlich oder mit höchster Wahrscheinlichkeit schaffen, die Quest weiterzumachen, wenn die Äpfel da sind. Also immer dranbleiben. Jeden Mittag, 12 Uhr, Lumberjacks Dynasty auf YouTube. Jeden Montagabend, 19 bis 22 Uhr auf Twitch zu finden. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye.